Rechte Influencerinnen, wo Nazis auf Narzissmus treffen. Junge Frauen arbeiten gerade auffällig häufig mit Rechten vor der Kamera zusammen. Ja, das Shooting hier in Bergisch Gladbach war echt super. Es hat mega viel Spaß gemacht. Ja, das war eine Erstwählerkampagne der AfD. Dabei rausgekommen ist dann sowas. Den Linken die rote Karte zeigen. Auch extrem rechte Alternativmedien setzen zusätzlich auf junge Moderatorinnen. Diese Kaste, diese Politparasiten haben den Kontakt zum Volk verloren. Ja, sagt er, während er auf einem Boot chillt. Aber es geht noch weiter. Über eine kleine Spende würden wir uns aber dennoch sehr freuen. Die Kontodaten dazu finden Sie in der Sendeinformation. Und das war's für heute. Wir gehen jetzt noch schwimmen. Ja, bitte spenden Sie, denn die Dame trägt einen schäbigen Gucci-Gürtel in weiß. Wenn die Bluse dann mal dunkel ist, dann braucht sie auch einen dunklen Gürtel. Und das kostet locker 300 Euro. Also bitte helfen Sie den armen Schluckern auf der Nussschale im Kampf gegen die da oben. Abgesehen davon, was hat es mit der Zusammenarbeit von Rechten und Influencerinnen auf sich? Das ist heute unsere Story. Neonazis. Die konnte man früher gleich erkennen. Für den Erstkontakt ist das aber eher abschreckend. Drum haben die Rechten zuletzt immer häufiger Frauen dafür eingesetzt. Junge Mädchen und Frauen locken Wähler an. In der Öffentlichkeit werden sie weniger als Gefahr wahrgenommen, eher als nettes Mädchen von nebenan. Beim netten Mädchen von nebenan ist es nicht geblieben. Manche Frauen nutzen auch ganz bewusst ihre Weiblichkeit, um für rechts zu werben. Hat der WDR mal so in einer Reportage aufgegriffen? Weiblich, sexy, rechtsextrem. Da ging es dann so zu. Sigrid Schüssler, die Pegida-Frau und ehemalige Spitzenkandidatin der NPD, hat uns zu einem besonderen Termin eingeladen. Fotoshooting für einen Erotikkalender. Das kommt im Fernsehen? Da verstehe ich ja, dass viele sagen, Fernsehen, das kommt erst in Moschau, kommt der Blödsinn. Für mich ist das der Elektrojude. Die neue Generation nutzt dagegen Instagram. Junge Frauen treten als Influencerinnen auf. Wie Marie-Therese Kaiser. In ihrer Jugend modelt sie, wird 2015 zur Miss Norderney. Danach driftet sie in die rechte Szene ab und macht hiermit auf sich aufmerksam. Rechtsextreme organisieren Anti-Merkel-Demos. Dieses Model gibt ihnen ein bürgerliches Gesicht. Wenn hier Leute auf der Demo sind, die einen Reichsbürgerausweis haben, dann sollen die gerne ihre Meinungsfreiheit vertreten. Die haben ein Demonstrationsrecht, solange sie sich friedlich verhalten und ihre Aussagen auch zurückbehalten, für sich behalten, dann dürfen diese Menschen gerne mit auf der Demo sein. Also, radikal ist okay, solange man halt vor der Kamera die Klappe hält. Rechte Influencerinnen haben aber nicht nur das Ziel, die Szene zu verharmlosen. Sie sollen dich auch tief in den rechten Sumpf ziehen. Wie das genau funktioniert, schauen wir uns jetzt an und beginnen mit vermeintlich harmlosen Influencerinnen. Das verkörpert zum Beispiel heute jemand wie Lisa Lehmann. Auf ihrem Instagram-Account, da postet sie solche Sachen. Ein Lachen für die Kamera, dazu der Text, gestern Happy Sunday, heute Happy Monday. Oder hier, Herbstträumchen in Quedlinburg. Dazu Hashtags wie Heimatliebe und Deutschland. Und das Ganze mit Herzchen-Smiley skaliert. Vordergründig ästhetische und sympathische Bilder. Diese Fassade bröckelt aber schnell, denn in ihrer Beschreibung findet sich zum Beispiel der Satz, ein Mensch, der keine Heimat hat, gleicht einem windverwehten Blatt. Gut, das klingt jetzt erstmal ganz okay, ist ja ein netter Spruch, ein schönes Gedicht. Aber wer die Suchmaschine anwirft, der stößt dann auf den Zitatgeber und der ist Erich Limpach, der als völkischer Dichter und Hitlerverehrer eingeordnet wird. Ja, Dichter und Hitler-Fan also. Von ihm kommen übrigens auch Zeilen wie diese. Denk ich des Nachts an Hitler, wird mir ganz wohlig warm im Schritt, ja. Sein toller Blick, sein schwarzer Bart, in die bin ich total vernarrt. Hebt er die Hand und sagt er heil, macht mich das die ganze Nacht lang geil. Der Verteidiger des reinen Genes mit einem großen, langen, schönen... Wir sind mit dem Like des netten Heimatfotos einer attraktiven jungen Frau schon auf dem Weg, mitten rein in den rechten Sumpf.
Wie schnell man da auch ganz tief drin steckt, wird deutlich im nächsten Schritt. Die Vernetzung mit der rechten Szene. Bei Lisa Lehmann kann man das sehr gut sehen. So gut wie jedes ihrer unpolitischen Fotos wird geliked von verschiedenen Accounts der AfD-Jugendorganisation JA. Die ist übrigens als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft. Da haben wir die Junge Alternative für Deutschland, die Junge Alternative Berlin, die Junge Alternative OWL vom Bezirk Detmold und so weiter. Diese Verbundenheit kommt auch daher, dass Lehmann selbst in der JA ist. In ihrer Profilbeschreibung und auf den meisten ihrer Fotos ist davon zwar nichts zu sehen. Aber auf der Seite der JA Sachsen-Anhalt, da ist sie sogar Beisitzerin im Vorstand. Und von Lisa Lehmann aus wird das Netz immer tiefer in die rechte Szene gespannt. Influencerinnen wie sie sind da die Knotenpunkte, hat das Recherchezentrum Korrektiv auch erst in einer großen Datenrecherche aufgezeigt. Lisa Lehmann ist hier verbunden mit verschiedenen anderen Accounts. Und je weiter wir rausgehen, desto größer wird die Dimension. Es ist ein riesiges rechtes Spinnennetz, auf dem die Influencerinnen auch ganz aktiv arbeiten. Erleben wir aus erster Hand. Unserem Recherche-Account, der diversen JA-Seiten folgt, will auch irgendwann eine der rechten Influencerinnen folgen. Na gut, wir schauen, was passiert. Schnell kommen weitere rechte Accounts dazu, wie Patriotisches Herz. Und zu den öden Sexbot-Anfragen auf Instagram. Hallo, willst du mit mir schlafen? Kommt jetzt wenigstens ein bisschen Abwechslung dazu. Hallo, willst du mit dieser Flagge schlafen? So geht das also. So geraten wir in die Fänge der Rechten. Und wenn wir dann die Anfragen annehmen, ist es nicht mehr weit zu den radikalen Inhalten. Das fällt uns schon bei der Recherche auf. Irgendwann will Instagram, dass wir mit unserem Recherche-Account solche Accounts abonnieren. Der Sänger der rechtsextremen Band Stahlgewitter, Frank Krämer. Oder Accounts wie Weltkrieg Legacy. Das klingt wie die Fortsetzung von Weltkrieg 1 und Weltkrieg 2. Weltkrieg Legacy, jetzt erst rechts. Das liegt daran, dass die rechten Influencerinnen durch diese aktive Vernetzung den Algorithmus füttern. Das geht zum Beispiel so. Luisa folgt dem AfD-Model vom Anfang, Marie-Therese Kaiser. Marie-Therese Kaiser wiederum folgt dem Account Heimatverbunden und umgekehrt. Das kann dazu führen, dass früher oder später dieser Account für Luisa vorgeschlagen wird. Denn wenn ihr die Marie gefällt, dann gefallen ihr auch Sachen, die wiederum Marie gefallen. Und da sind wir schon angekommen, mitten im rechtsradikalen Instagram. Der Kanal Heimatverbunden mit seinen 18.000 Followern veröffentlicht sowas. Auch hier fängt es mit ästhetischen Frauenbildern an. Weiß ist wunderschön. Hier wird es dann schon ein bisschen aggressiver. Verteidige deine Heimat. Und, das ist doch ein Luftwaffen-Nazi. Und, ein Bild von der Wehrmacht. Der Text dazu. Zwei deutsche Soldaten versuchen zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges das Leid eines russischen Kindes durch Zuwendung zu lindern. Frei zugänglich findet sich da das Abfeiern von Nazi-Soldaten. Willkommen in der rechtsextremen Blase auf Instagram, aus der du dann auch nicht mehr so leicht rauskommst. Wir werden alle reich geboren mit einem vollen Konto. Aber auf diesem Konto ist kein Geld, sondern Lebenszeit. Und diese Lebenszeit verschwende ich am liebsten in der ARD-Mediathek beim Valulis seiner Woche. So berichtet es auch eine Aussteigerin aus der rechten Szene. Und wenn du dir das anschaust, den ganzen Tag, du hast halt irgendwie das Gefühl, die Presse verarscht dich und du musst dich selber informieren. Für mich war das so mehr oder weniger das Tor zur Hölle. Die Aussteigerin nennt sich Lisa Licenzia. Früher hat sie als Postergirl der extremen Rechten unter anderem gegen Flüchtlinge gehetzt. Heute will sie auf Influencerin für die Linke machen. Eine Wandlung, die ihr viele nicht abkaufen. Neutrale Quellen halten sie aber für glaubwürdig. Lisa Licenzia hat sich inzwischen deutlich von der AfD distanziert und nimmt an einem Aussteigerprogramm für Rechtsextreme teil. Auch wie Licenzia von ihrer Rechtsradikalisierung berichtet, scheint authentisch. Durch Bombardierung mit rechten Inhalten. Das ging so lange, bis sie Angst hatte, die Scharia kommt jetzt und islamisiert Deutschland. Selbst jetzt kann ich da noch nicht so drüber lachen, weil es mich schockiert, was diese Menschen, was dieser Algorithmus mit einem macht oder wie der jemanden psychisch so fertig machen kann, sodass aus dieser Angst ein Hass wird. Was eine Reise vom Herbstträumchen in Quedlinburg in die Tiefen des rechten Sumpfs.
Und das alles auf der Kuschelplattform Instagram. Warum sperren die rechtsextreme Accounts wie Heimat verbunden mit über 18.000 Followern nicht einfach? Wir wollten das genauer wissen und haben nachgefragt. Hahaha, kein Anschluss unter dieser Nummer. Haben Sie wirklich geglaubt, Sie können einfach so Instagram anrufen? Hahaha. Gut, wir haben auch noch eine Mail geschrieben und die Antwort war: Den an uns gemeldeten Account haben wir überprüft und daraufhin entfernt. Ja, wenn das mal keine News sind. Wenn ihr euch auch über rechtsextreme Inhalte bei Instagram wundert, einfach mal bei Facebook oder Instagram durchklingeln. Mit dem Telefon. Hier, die brauchen da offensichtlich Hilfe dabei. Und das, obwohl die alles andere als untätig sind. Im ersten Quartal dieses Jahres haben wir über 754.000 Inhalte, die im Zusammenhang mit gefährlichen Organisationen stehen, von Instagram entfernt. Und wir verbessern ständig unsere Technologien, um diese Inhalte noch sicherer und schneller aufzuspüren. Das klingt doch super. Allerdings, der gesperrte Account ist noch mit einem Backup online. Wie die Instagram ausgetrickst haben? Mit einem zusätzlichen Unterstrich im Namen. Haha, da hat die Enigma damals aber besser verschlüsselt. Was ist eure Meinung zu rechten Influencerinnen? Habt ihr auch schon was in den Feed gespült bekommen? Schreibt es in die Kommentare. Macht mal ein bisschen Werbung da. Wir machen derweil Folgendes. Wir gehen jetzt noch schwimmen. Schwimmen gehen ist immer eine super Idee. Zum Beispiel auch hier im Unwetter. Da mussten wir diese Woche ja sogar sowas hier aushalten. Außerdem, Skandal, im Wahlwerbespot der AfD sind viele Aufnahmen gar nicht aus Deutschland. Dabei ist der Claim doch Deutschland, aber normal. Das alles und die lustigsten Medienpannen der Woche gibt es jetzt bei Walulis Woche in der sehr, sehr guten ARD-Mediathek. Da bekommt ihr eine neue Folge, also genau hier, hier links oben. Da klicken und nicht gucken, wie ich schwitze. Hier, klickt mal. Euer Rechner stürzt doch nicht ab. Versprochen. Und auf gar keinen Fall kennt dann der SWR-Intendant eure IP-Adresse. Das wäre nämlich illegal. Und technisch auch total. Und schwierig, kriegt keiner hin. Tschüss! Dem Walulis seine Videos, die kann man abonnieren. Und mit der Glocke dort unten köstlich musizieren. Würdest du doch beides nur ein einziges Mal drücken, es würde mir das Herz entzücken.